Früher konnten die Menschen nicht einfach in den Supermarkt reingehen und sich Obst und Gemüse besorgen, auch wenn nicht die Saison dazu ist. Man war einfach dazu angewiesen, aus Kohl, wie zum Beispiel diesen Rotkohl oder auch Blaukraut genannt, Sauerkraut herzustellen und den für den Winter einlagern. Und genau das möchte ich jetzt auch machen, weil es für mich auch ein wesentlicher Aspekt der Selbstversorgung der Permakultur ist, dass man einfach aus seinen eigenen Erzeugnissen, wie zum Beispiel Kohl, weil das jetzt so mehr die Saison ist, weil der ja, die Fröste und den Winter eher überlebt, ja, sich einfach frisches Gemüse macht, und da ist halt die Fermentation zu Sauerkraut eine recht schöne Methode. Vor allem ist Sauerkraut sehr gesund, und ich finde es halt einfach schade, dass die Kunst der Fermentation in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr in Vergessenheit geraten wird, und deswegen mache ich nochmal ein Video dazu, wie man einfach Sauerkraut herstellt aus dem Rotkohl. Und wie gesagt, Sauerkraut ist ziemlich gesund und sehr gut, weil aufgrund der Milchsäurevergärung, aus der das Sauerkraut entsteht, entstehen dann auch hier dementsprechend die guten Darmbakterien. Und wenn man Sauerkraut im rohen Zustand und nicht pasteuriert zu sich nimmt, dann hat man, ja, das bessert man sozusagen sein Darmmilieu auf, und wie gesagt, ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund. Und viele Krankheiten resultieren auch, wenn man es nicht glauben mag, aus einem falschen Darmmilieu. Und ein wesentlicher Aspekt der menschlichen Gesundheit, wie gesagt, ist der menschliche Darm. Und ja, ich finde es halt am einfachsten, sich sein Essen selbst zu machen, sein Sauerkraut, weil ich weiß ja nicht, wie sie im Supermarkt das oftmals herstellen. Und ich werde heute Sauerkraut herstellen, und zwar ohne Salz. Dafür verwende ich dann destilliertes Wasser zum Auffüllen mit der Behälter, ja, damit das Kraut einfach unter Wasser steht und der Behälter natürlich auch mit Wasser gefüllt ist. Das ist der Grund, warum ich dampfgereinigtes destilliertes Wasser verwende, also nicht chemisch gereinigtes, ist, weil ich nur dieses Wasser zu mir nehme und zu mir trinke, wenn ich mal Durst habe. Ist jetzt in den letzten Sommern habe ich immer nur Säfte und wasserhaltige Gemüse gegessen, wie Tomaten oder Gurken. Da hatte ich das Bedürfnis zu trinken. Aber wenn ich mal was so trinke, dann nehme ich immer dampfgereinigtes, destilliertes Wasser, weil das Leitungswasser bei uns ist sehr kalkhaltig, und die Medikamente und die ganzen Verunreinigungen bekommen die ganzen Kläranlagen nicht raus, und ich rieche das auch schon an dem Leitungswasser, dass das ziemlich streng riecht. Und neuerdings haben bei uns in der Region die Kraftwerke auch ziemlich stark mit Kolibakterien zu kämpfen, deswegen rate ich eigentlich niemandem Leitungswasser zu trinken, sonst eigentlich nur Quellwasser aus Glasflaschen, aber da ist halt so, da kommt das Wasser auch wieder von irgendwo weit weg. Da ist dann wieder mit den Transportkosten wieder so ein Umweltaspekt, deswegen tue ich, wie gesagt, mein Wasser einfach selbst um das Destilliergerät reinigen und dann ein paar schon Gitzsteine rein, um es zu strukturieren. Das verwende ich einfach, und man kann halt Sauerkraut eigentlich aus allen möglichen herstellen, aus allen möglichen Kohl, habe ich schon mal aus Grünkohl gemacht, aus Chinakohl kann man zum Beispiel das klassische Kimchi machen, und aus Wirsing kann man bestimmt auch fermentieren, Weißkohl, klassisch halt. Eigentlich kann man aus allen möglichen Gemüsearten, auch aus Wildkräutern kann man Fermente machen. Da sind eigentlich die Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, man muss einfach nur seine, ja, seine Fantasie einfach freien Lauf lassen, sage ich ja immer. Genau, also dann fange ich erstmal an, den Kohl, die äußersten Blätter zu entfernen. Weil im Bioladen, wo ich den gekauft habe, da weiß ich nicht, wer den alles angefasst hatte, deswegen tue ich die obersten zwei Blätter entfernen. Also ganz allgemein empfehle ich, ein Bio-Kohl zu verwenden als Empfänger, weil da halt die ganzen
Milchsäurebakterien finden sich natürlich auf den Kohlblättern. Wenn man die dann später den Kohl zusammenpresst, dann bildet man eine Grundlage für die Vermehrung. Wenn man theoretisch gesehen Kohl aus dem, also so einen konventionell angebauten Kohl verwendet, vom Netto zum Beispiel oder vom Aldi oder irgendeinem Discounter, dann würde ich noch einen Schuss effektive Mikroorganismen noch mit reingeben. Ich glaube, dann könnten sie eventuell die ganzen Pestizide nochmal entfernen. Aber das ist nur so ein kleiner Gedankengang, wobei ich eigentlich auch Avocadoschalen, Bananenschalen auch mit effektiven Mikroorganismen Ferment herstellt. Also von dem her sollte es eigentlich nicht daran liegen. Da könnte man es auch ausprobieren. So, jetzt habe ich die äußersten zwei Blätter entfernt. Das nächste ist, dass ich versuche, zwei große Blätter vom Kohl zu entfernen. Die kommen dann später als Ablage oder beziehungsweise als Deckschicht rüber. Die lege ich dann zur Seite. Das ist einfach nur zum Abdecken, nachdem man den Kohl fein gehobelt hat. Die habe ich jetzt auch hier, die Hobel. Oder beziehungsweise kann man auch mit dem Messer klein schneiden und die legt man dann einfach oben drauf mit dem entsprechenden Gewicht. So. Dann schneide ich einfach mal den Kohl in vier Teile. Also erstmal halbiere ich ihn. Hier noch, jetzt habe ich ihn geviertelt, dann habe ich hier schon mal die Hobel vorbereitet. Da werde ich jetzt den Kohl ein bisschen fein hobeln. Jetzt geht es darum, den Kohl richtig schön durchzukneten, damit halt genug Flüssigkeit rauskommt. In dem Moment könnte man theoretisch gesehen, verwendet man ja bei den meisten Sauerkohlrezepten
Sauerkraut-Rezepten hier Salz. Einerseits dient halt das Salz für die zur Konservierung, dass es halt länger hält oder länger lagerfähig ist und dass halt auch hier aus dem Kohl mehr Flüssigkeit rauskommt, aber ich tue halt dann die Flüssigkeit nochmal zusätzlich ergänzen mit dem destillierten Wasser und hier sollte man einfach nur schön kräftig durchkneten, dass halt alles schön gut rauskommt. Ganz allgemein sind halt die Milchsäurebakterien, also diese guten Darmbakterien, wirklich sehr gut für den Darm, um den halt auch einen Schwung zu bekommen. Außerdem beinhaltet Sauerkraut sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, die halt auch jetzt in der kalten Jahreszeit sehr zu empfehlen sind. Und ganz allgemein, also ein kleiner Fun-Fact, den ich glaube nicht viele wussten, ist, dass die Aufgabe von Bakterien auch allgemein ist, den Müll, den die Zellen produzieren, beziehungsweise die Abfälle aus dem Körper zu beseitigen und zu reinigen. Und das ist halt auch ein Grund, warum dann die meisten Leute denken, wenn sie krank sind, dass es Bakterien oder Viren die Ursache sind. Aber eigentlich tun diese Bakterien und Viren die ganzen Schadstoffe, die für die Krankheit verantwortlich sind, aus dem Körper entfernen. Das ist halt der eigentliche Hauptaufgabe für Bakterien und auch Viren im Körper. So. Okay, also ich werde jetzt hier so circa 5 bis 10 Minuten den Kohl hier schön durchkneten. So, ich habe jetzt den Rotkohl durchgeknetet. Jetzt werde ich ihn in so ein 3 Liter Einmachglas einfüllen. Der hat auch so ein spezielles Bügeleisen als Deckverschluss. Dadurch muss ich immer jetzt einen mit Schraubverschluss verwenden, bei der Fermentation nicht darauf achten, dass man immer wieder ein bisschen Sauerstoff bzw. Kohlenstoff da raus entlässt, damit kein Unterdruck entsteht, der bei der Fermentation entsteht. Und jetzt fülle ich einfach nur nachdem ich jetzt den Kohl ins Glas gepresst habe, nehme ich jetzt die 2 Kohlblätter, die ich mir zurückgelegt habe, und lege die zur Abdeckung oben drauf. Drücke die auch ein bisschen zusammen und jetzt nehme ich das destillierte Wasser und
Kipp und füll alles auf. Wichtig ist halt auch, dass ihr dann, wenn ihr das so nach der Methode ohne Salz macht, dass ihr auch immer wieder nachschaut, dass halt wirklich alles unter Wasser ist und immer mal wieder kontrolliert, ob sich Schimmel bildet oder nicht. Und jetzt zum Schluss beschwere ich das nochmal mit einem anderen Glas und tue es jetzt abschließen. Genau, jetzt ist der ganze Kohl unter Wasser, sogar mit relativ, ja, genügend Wasser, würde ich mal sagen. Und das werde ich jetzt einige Tage vor sich hin fermentieren lassen. Also jetzt tue ich das in einem, ja, ich werde wahrscheinlich auch noch ein Handtuch drüber legen, damit das Licht geschützt ist und in einem Raum mit Zimmertemperatur ca. 25 Grad vor sich hin fermentieren lassen. Dann so nach 2-3 Tagen bzw. einer Woche sollte normalerweise schon fertig sein und verzehrfähig auch sein. Aber man kann ihn dann auch in einem kühleren Ort dann lagern lassen, zum Beispiel im Keller, wo es dann ca. 10 Grad ist, auch 2-3 Wochen weiter vor sich hin fermentieren lassen. Und je länger der halt dann weiter fermentiert, desto knackiger und ja, saurer wird er da auch dann. Da muss man halt schauen, was man da alles schmeckt. Wenn man den einmal geöffnet hat, dann kann man ihn auch in den Kühlschrank auch einfach lagern. Wie gesagt, das ist jetzt so meine Methode, wie man Sauerkraut herstellt. Im Internet gibt es noch zig andere Methoden. Die gängigsten natürlich mit Salz und Weißkohl. Da will ich zum Salz zu Steinsalz oder Himalaya-Salz oder anderes hochwertiges Salz nehmen und nicht dieses Salz aus einem Supermarkt. Dieses chemische Zeug, das würde ich nicht verwenden, würde ich auch nicht empfehlen. Zu essen eigentlich auch. Und ja, ganz allgemein gibt es auch hier viele verschiedene Rezepte. Ich kenne auch Leute, die nehmen rote Beete als Beilage, Karotten, Paprika, Äpfel, Pastinaken, was auch immer, eigentlich alles, was jetzt so anfällt, kann man eigentlich probieren und mit in den Sauerkraut rein tun. Einfach das, was euch eigentlich am liebsten schmeckt. Genau, so viel zum Sauerkraut. Ist wirklich eine super Methode, um ein hochwertiges Lebensmittel aus seinem eigenen Garten herzustellen, unabhängig und auch selbstständig in den kalten Wintermonaten zu werden, wenn jetzt nicht mehr allzu viel die Vielfalt aus dem Garten zu wünschen lässt. In diesem Sinne würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar freuen, zum Beispiel welchen Sauerkraut ihr gerne macht und was ihr schon alles fermentiert habt, ob ihr schon Kimchi oder was auch immer gemacht habt, würde mich sehr interessieren. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich euren Freunden empfehlen würdet und mich auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder wenn ihr vielleicht bei Human Connection seid, dort vorbei und weiter verfolgen könntet. Natürlich würde ich mich auch über ein kostenloses Abo freuen und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von mir, weil dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier in meinem Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.